Darf ich dich mal erst mit einem Eisschwert schlagen? Nein, bitte nicht, dann werde ich bestimmt vereist. Ja, okay, einmal kurz. Wo bist du? Mm-hmm. Halt still. Oh, das ist ja kühl. Ah, oh. Kannst dich nicht mehr bewegen. Kannst dich noch bewegen? Ihr lieben Jungs, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Markt zusammen mit Revi. Hallo, guten Tag. Hallo. In der letzten Folge war ich ja noch weg bei meiner Quarry. Hab ein paar Rohstoffe eingesammelt. Wir brauchen Marble. Dabei gewesen. Ich will Marble haben. Wofür brauchst du jetzt Marble? Ich will Marble und dann möchte ich das Marble und das einrahmen dann mit dem Glas. Marble? Weißt du? Du meinst Reactor Marble. Casing. Wie bitte? Meinst du nicht Reactor Casing? Nein, ich möchte Marble haben und das Marble möchte ich dafür benutzen, dass ich quasi das Reaktorglas in die Mitte setze. Oder wollen wir das Fenster aus normalem Glas machen, weil das Reaktorglas so teuer ist? Nee, wir machen Reaktorglas, das ist nicht mal so teuer. Das ist schon teuer, weil wir halt nicht so viel Iridium haben, das ist eigentlich Verschwendung. Doch, wir brauchen Reaktorglas. Aber das Glas brauchst du doch nur für den Reaktor selbst. Nein, ich will das große Fenster, meine ich, vorne. Achso, ich dachte, das soll direkt vom Reaktor sein. Achso, das kann man natürlich auch machen. Achso, ja, das ist eine bessere Idee. Dann lass uns so machen. Aber ich haus das hier trotzdem einfach so. Ich finde das aber scheiße, dass das hier so direkt bla. Nee, das geht nicht. Stopp. Falsch. Was? Ich hab ja extra, dass ich hier aus meinem Wohnzimmer, dass das so ein bisschen mein Glas nach unten hat. Der Reaktor kommt erst hier hin. Hier. Hier drunter. Hier musst du die Wand nochmal ziehen. Also quasi so. Hier. Ja. Okay. Wir können ja vorläufig erstmal normales Glas reinmachen, weil es dauert ja eh noch, bis wir den ganzen Reaktor fertig haben. So und so. Okay, dann machen wir das erstmal so und dann müssen wir dann irgendwie gucken, wie wir das dann cool gebaut kriegen. Ja, ich weiß nicht. Lass uns starten, oder? Also wir brauchen auf jeden Fall noch die Fuel Rod, die werde ich jetzt erstmal bauen. Mhm. Ist die nicht kompliziert und wie viele brauchen wir von den Fuel Rods? Brauchen wir nicht 3 Stück direkt davon? Wir brauchen mehrere, wir brauchen ja direkt 5. Also 5 Stück, die übereinander gesetzt sind. Das heißt, wir brauchen um die 25 Stück. Oder nicht? Fuel Rods. Das geht aber, das ist nicht so kompliziert. Helium Fuel Rod. Hey, die ist ja aus Uranium. Ich habe auch Uranium mitgebracht. Guck mal, bei vielen Sachen kann man auch Uranium nämlich benutzen, mein Lieber. Wo hast du denn Uranium? Gib mal her. Ja, ich habe Uranium die ganze Zeit gesammelt, weil das brauchte man für die anderen Atomreaktoren. Dachte ich mir, haha. Period, wie sieht das aus? Das ist dieses Grüne, ne? Grüne, genau, ja. Davon habe ich ein bisschen was. Warte. Ja. Also ich habe hier 3 Stück schon mal. Hier, gut, im Moment nur 4 irgendwie, aber... Ich bin mir echt sicher, dass ich mal mehr hatte. Muss ich das denn brennen oder was muss ich machen? Denk mal schon, oder? Das wird dann einfach... Wie kriegst du das Uranium denn? Das musst du, ich glaube, das kannst du noch verdoppeln, wenn du es in Dings tust, in den Pulverizer. Ich habe hier einen, wenn du möchtest. Ne, ich habe aber auch einen. Okay. Ich brauche das nicht von dir. Vielleicht hast du auch immer schon von mir geklaut, mein schönes Uranium. Vielleicht habe ich aber auch selber, warte mal, lass mal überlegen. Vielleicht haben wir noch alle Yelluridium Dust. Ich habe noch Yelluridium Dust 28. Ja, dann hier, packst den Ofen direkt rein. Direkt geil. So. Direkt geil. Ne, aus dem Uranium wird auch Yelluridium Dust. Es gibt ja keine Uranium-Bars mehr. Okay, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch keins mehr, weil ich schon geschmolzen hatte. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Eigentlich müsste jetzt einer von uns hingehen und unten schon mal dieses Zeug von Kev holen. Von Veni, dieses Redstone. Dann würde ich dir nämlich jetzt schon mal... Hast du denn genügend Redstone? Ob ich genügend Redstone habe? Ja. Dass wir quasi die Eimer machen. Weil du sagst ja, das Veni schon mal, da können wir die Maschine schon mal sparen. Redstone kann ich machen, ja. Ja, die Maschine brauchen wir nicht, das können wir uns da holen. So, dann habe ich hier schon mal 8 Blöcke für dich. Guck mal hier, nimm mal hier die und dann geh schon mal runter am besten und hol das schon mal hoch. Und dann brauchen wir noch die Fuel Rods, die mache ich jetzt ganz kurz. Weißt du, wie viel wir brauchen? Nee, das ist ja das Ding, ich weiß es halt nicht. Deshalb überlege ich gerade, wie viel ich bauen soll. Die sind ja nicht so teuer. Ich glaube, ja, nee, letztendlich müssen wir die übereinander setzen. Die werden übereinander gesetzt. Du meinst jetzt, was wird übereinander gesetzt? Die Fuel Rods, die sind die Brennstäbe. Ja genau, das sind doch dann nur 3 Stück, weil wenn wir es 5x5 hoch machen, dann ist ja oben und unten ist ja eine Schicht, das heißt wir brauchen 3 Stück doch nur. Und einen hast du schon vom alten Reaktor, dann brauchen wir nur einen. Nein, eigentlich brauchen wir mehrere als 3. Aber wieso denn? Ja, die werden ja übereinander gesetzt, ich zeig dir jetzt mal, wie ich das meine, ja? Mhm. Pass auf, ich baue jetzt mal 2 Stück, komm mal her zu mir, so schau mal. Die Fuel Rods stehen ja dann so, die stehen ja dann... Ich kann gerade nicht gucken, weil ich gerade beim Dings bin. Achso, aber du bist bei Veni, ne? Ja. Also die stehen quasi übereinander. Ich habe es jetzt mal bei uns ins Haus gestellt. So, den musst du dir halt so vorstellen. Hast du noch eine Diamant-Pickaxe oder sowas irgendwo? Nö, nee, nicht. Oh, scheiße, weil Diamanten haben wir nämlich auch echt viel zu wenig. Da muss auf jeden Fall mal deine... Ja, die Quarry muss arbeiten. Es ist die Quarry, die arbeiten muss. Aber das Ding ist, die ist ziemlich langsam. Und ich weiß auch gerade ehrlich gesagt nicht, wo denn der Blöde von Veni, wo der denn ist.
Er hat eine Saumel, er hat den Fluid Transposer. Achso, Fluid Transposer war es das? Ja, ja, genau. Ja, sicher? Ich dachte, es war, war so ein Magma-Ding. Magma Crucible war es doch, oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch mit diesem Fluid Transposer. Ich glaube, in den Fluid Transposer hat man das irgendwie reingetan oder so. Ja, ja, ich glaube, ich habe den nämlich daneben gepackt und dann ist er automatisch in den Fluid Transposer reingegangen und damit hat man es rausgenommen oder so. Ach so. Aber ich glaube, ich hatte selber diese Maschine. Oh Gott, ist das hier. Revi, das ist ja kompliziert. Aber ich gebe mein Bestes, das schwöre ich dir. Den Magma, oder was? Ja, Magma Crucible. Da hast du auch keinen von, ne? Hey, dein Fischer bringt doch überhaupt nichts, oder? Der Fischer ist ja nicht von mir, sondern der ist von, den hat irgendwie Palle da mal hingebaut und ist mir nie gesagt. Der ist ja gar nicht angeschlossen. Ja, das hat alles Palle mal gemacht, der war mal was anderes. Hier sind noch 20 Graphitbars, ne, falls du die brauchst hier. Von Veni? Nee, von, die war hier. Brauchst du noch mehr als, die habe ich hier geschmissen. Nee, Graphit haben wir jetzt genug, wir brauchen auf jeden Fall jetzt das Fluid. Okay, warte, ich schau kurz nach, ob ich den irgendwo drin habe, nämlich. Wie heißt denn das? Magma Composer, ne? Magma Composer, ja, ich hab den hier. Okay, sehr gut. Ich glaube, aber ich muss den trotzdem bei Veni aufstellen. Warum? Wir haben doch hier Energie. Nee, das Ding ist, dass es danach automatisch in den Dings geht, damit man es überhaupt rausnehmen kann. Nee, das muss doch in den Tank gehen. Und die hat Veni oder was, die Tanks? Nee, aber der hat irgendwie so einen Fluid Transposer halt. Nee, wobei, damit hat man es gleich nur umgewandt. Ich glaube, ich brauche das nur mal für irgendwas anderes. Ich stell's einfach mal hier auf. Wenn nicht, ich probier's mal mit einem Block, sonst kann man es nicht. Schließ es mal an der Leadstone, genau so. Pass auf, jetzt. Mach ich mal einen rein hier. Okay, ja, funktioniert doch, aber jetzt müssen wir. Ja, klar, die Frage ist nur, wie man es rausbekommt. Ja, mit diesem Tank. Es gibt doch diesen. Oder vielleicht kann man sogar einen einfachen Eimer benutzen. Nee, das geht mal. Glaube ich nicht. So, warte, und ich nehme es raus. Ich nehme es hier raus. Ah, beim Blauen nehme ich es raus. Der hat keine blaue Seite, was ist denn da los? Oben. Ah, oben. Nein, nee, kann man nicht rausnehmen. Also wir brauchen diesen scheiß Tank, aber wie geht denn das jetzt? Ja, wobei, man braucht nicht unbedingt, also entweder baut man sich einen Tank oder man leitet das einfach mit Kabeln dann um. Aber ja, ich glaube, man braucht einen Tank. Ist das nicht dieses Resonant Hardened Portable Trunk, Tank oder ja, wie heißt das? Den billigsten Tank von allen halt. Welche sind denn das? Endertank? Ich weiß es nicht. Ja, Endertank ist voll complicated. Dann mach mal irgendeinen Tank. Fluid Tank. Ein einfacher Fluid Tank. Einfach nur mit Glas in der Mitte, Iron Bars und Iron. Guck mal, den kann man schnell bauen. Dann muss man den daneben stellen oder was? Und dann läuft das da rein. Braucht man da nicht noch ein Pipe für, was es dann irgendwie rüberzieht oder so? Ich weiß, ich glaube, wenn man es direkt auf eine blaue Seite stellt, blau geht ja immer raus und rot geht immer rein, oder rötliche Farben halt und bläuliche Farben. Dann sollte es auch so gehen. Hier oben ist es viel zu hässlich. Sieht alles so hässlich bei uns aus, ne? Ja, wir müssen das mal alles schöner bauen. Hast du den Tank gebaut? Den Tank? Ja. Nee, ich baue den jetzt. Ach so. Ich brauche ein bisschen Eisen dafür, aber ich hab das eigentlich irgendwo, ja. Was ich aber eben meinte, schau mal hier. Mhm. Wenn wir hier die Rods haben, guck mal hier, das sind jetzt hier die Iridium Rods, ne? Wir bauen die ja so, guck mal. Das ist ja nicht so, dass die quasi nebeneinander stehen, sondern halt übereinander. Schau. Welche meinst du gerade? Die Brennstäbe. Ja. Hier, guck, die werden ja so aufgestellt, so. Mhm. Das heißt, wir brauchen schon mehrere davon. Also aber die füllen noch nicht das komplette Ding aus, weil da kommt noch Redstone-Flux dann hin, was das dann kühlt. Ja, ja, aber wir brauchen ja trotzdem mehrere übereinander davon. Zwei Stück übereinander. Ja, also brauchen wir sechs. Nee, wieso sind sechs? Warum? Wie viel Brennstäbe möchtest du jetzt bauen? Also, wenn wir eine 5x5 Grundfläche haben, ne? Nein, wir wollen schon mehr. Mehr als 5x5? Das ist schon riesig. Ich dachte schon, dass wir den so bauen. Geh mal weg, so. Ja? Und dass das unsere Brennstäbe sind, die 5. Die 5 hier? Ja. Ach, das ist dann aber ein... Ach so, das ist... Ne? Ach so, meinst du das? Okay, ja. Ich dachte jetzt, nur der in der Mitte und außenrum ist doch Redstone-Flux. Nicht Redstone-Flux, sondern flüssiges Redstone da. Ach so, dass du quasi so hast. Ja, das dachte ich jetzt. Ja, soll man den erstmal so bauen, oder wie? Ja, wir können ja immer noch upgraden, lass den erstmal so bauen. Okay, dann ich glaube, das Wichtige zum Energieerzeugen ist für uns jetzt erstmal das große Upgrade zu dem hier, ist, dass es überhaupt gekühlt ist, weil der ja zum Beispiel ist jetzt, gut, jetzt ist er gerade aus, deswegen ist er nur bei 19 Grad, aber der wird aber nicht krass heiß. Ja, dann bauen wir hier, dann bauen wir schnell den Tank, dann lass uns starten. Starten, Inks! Starten! Aua! Woraus besteht denn der Boden? Aus Chasings, ne? Mhm. Gut. Und der Rest ist Glas. Wo ist denn das da? Okay. Das heißt, 5x5 möchtest du den erstmal bauen? Yep. Hast du bei dir eine Ladestation für mein Jetpack? Ja, ne? Irgendwo? Nee, hab ich, glaube ich. Was hast du so? Hast du ein Simple Jetpack oder was hast du? Ich habe eine Energetic und einen Leadstone habe ich. Ja, das kannst du laden bei mir. Das mit den mehreren Balken ist zu bewegen, aber die bewegen sich erst, wenn du es reintust, von daher bringt das ja nichts. So.
So, okay. So ist dann quasi der Grundaufbau. Das heißt, hier in der Mitte steht dann der... Mhm. Ich hab einen Fluid Tank gebaut. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Hä, das ist voll die Verschwendung von Ressourcen, was wir, glaube ich, machen. Wieso, was, wo, hä? Ich weiß gar nicht, wir kriegen da passend noch mehr Fuel Rods rein als einer. Oder nicht? So, ja, das kann man, wenn, dann immer noch nachtun da, so. So, von welchem? Also automatisch geht's auf jeden Fall nicht hier rein in die Seite. Ja, der ist ja auch von Ender.io, der Tank. Ja, aber der Ender.io funktioniert jetzt dann mit Thermal Expansion gut. Sicher, dass das richtig ist? Ja, vielleicht muss man hier noch irgendwas in die Seite halt reinmachen. Boah, guck mal, das kann man sich angucken von der Seite und so, ist ja cool. Was denn? Hier steht gerade Non. Aber wie stelle ich das denn jetzt ein, was es ist hier? Ich möchte ihn. Ich weiß nicht, wie man das bei Ender.io konfiguriert. Ah, Pull. Ja, doch, Pull war gerade richtig. Pull! Warte, Pull! Ja, jetzt pullt das eigentlich aus der Seite raus. Aber der pullt ja gar nichts. Da ist ja nichts drin. Ja, warum? Ich glaube auch nicht, wenn ich noch ein Redstone hier reintue, ne? Nee, warum sollte das denn machen? Ja, weiß ich auch nicht. Oh nein! Wie bekommt man das da rein? Das müssen, gucken wir doch mal, wenn die Folge vorbei ist. Schauen wir sie mal kurz in der Pause. Aber schau mal, komm aber es wird runter. Kein Problem sein, das da reinzubekommen. Guck mal mit runter, guck so. Das wäre dann quasi der Aufbau, ne? Ja, genau. Und dann möchtest du hier in der Mitte quasi, das hier wäre dann der Fuel Rod, richtig? Genau, ja. Okay, gut. Lass mir ein paar Fackeln tun, sonst spawnt er gleich irgendwie richtig viel Scheiße. Dann baue ich das aber alles noch ein Stück nach vorne, oder? Vorsicht, angegriffen. Oder nicht? Alles wohin? Alles noch ein Stück nach vorne, ne? Ja. Okay. Dass wir es direkt an der Wand haben, ne? Ja. Ja, das finde ich auch gut. Und ich baue das hier ab, weil das sieht cooler aus, wenn das hier direkt so alles vorbei ist. So als Kante, ne? Ja, genau. Okay. Boah, das wird glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gut endet mit uns. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass das alles... explodiert, meinst du? Ja, dass halt einfach viel zu viel kaputt geht. Dass wir dann einfach das Projekt irgendwie zerstören. Nein, das glaube ich nicht. Warte mal, bis hier, wie gesagt, die Turbine steht und sowas. Wir werden dann auf jeden Fall einiges im Livestream machen, weil das ist halt auch sehr, sehr aufwendig alles. Mhm. Das kann man halt alles nicht so machen. Ja, wir zumindest nicht. Also andere Leute. Blöde sind. Weil wir richtig dumm sind. Ah, ja, ja. Vor allem sind wir zusammen. Oh, ich hab Diamanten gefunden. Ach nee, ist ja nur Apatite, Opa. Dass das auch so scheiße gleich aussieht, ey. Das schreiben die Leute immer, wenn man streamt. Ja, so. Ja, da sind Diamanten. Nein, das ist Apatite. Da sind Diamanten. Aber ich glaube auch immer wieder, dass Diamanten sind. Das sieht, glaube ich, ganz fett aus, wenn wir da so richtig dicke Wand haben, weißt du? So mit ganz, ganz vielen Sachen. Finde ich, ja, ja, genau. Und wenn die Turbine halt auch noch hier so in der Wand drin ist und so alles und man das alles sieht, und dann müssen wir es noch so fett beleuchten. Eigentlich müssen wir dann, kann man auch mit Magma kühlen? Nee, das macht keinen Sinn. Was denn? Ich würde mit Magma kühlen, weil es leuchtet. Aber leuchtet Redstone Fluid nicht auch? Dann müssen wir einfach nur so aus Prinzip noch überall so Magma hintun und sowas alles. Dass es hier so richtig fresh aussieht. Dass dann fresh. So, dass dann so Kernschmelze und so. Also dann sieht es eher hot aus. Hier noch ein Eissword. Ich habe ein Eisschwert. Aber das finde ich echt cool. Sowas finde ich cool. Darf ich dich mal erstmal mit einem Eisschwert schlagen? Nein, bitte nicht, dann werde ich bestimmt vereist. Ja, okay, einmal kurz. Wo bist du? Mm-hmm. Halt still. Oh, das ist ja kühl. Ah, oh. Kannst du dich nicht mehr bewegen? Kannst du dich noch bewegen? okay. Ey, hör auf! Ah, du kannst dich nicht bewegen, du Trottel. Doch, ich kann einfach gehen. Aber langsam. Ja, das stimmt. Aber jetzt nicht mehr. Hoffentlich fällt es. Ein Schlag wie tot. Es wäre so lustig gewesen, wenn es einfach so als so ein Eisblock in der Luft runtergefallen wäre und einfach gestorben wäre unten am Boden so aufgeschellt. Das wäre cool gewesen. Ja, eigentlich brauchen wir jetzt nur noch das Fluid, oder? Wir brauchen noch die ganzen Controller und sowas. Die können wir von oben benutzen. Ja. Hä, hey, das wäre sautschnell und sautchillig irgendwie, ne? Ja, richtig. Hm. Aber hast du noch mehr von den, kannst du mir welche geben von den Dingern hier? Von den Außen? Ich baue mal ganz kurz den kleinen Reaktor oben ab. Von den Reactor Casings, ja? Weil dann kann man ich baue kurz den kleinen oben ab, weil Strom haben wir noch in der Maschine. Okay, aber pass auf, dass du nicht explodierst beim Abbauen. Wow! Okay, ist nichts passiert. Okay, alles klar, das war knapp. guck die Norm, ich stehe hier. Okay. Ja gut, dann, also, ja. Hey, du hast gerade was von mir eingesammelt. Gib das her. Doch, gib mir mein. Das ist ziemlich teuer, das Teil. Es ist sehr billig, das Teil. Gib's mir das bitte. Hier? Gib's mir bitte. Das ist meine. Nein, das ist ehrlich meine. Das ist ehrlich meine. Ich hab dir gebaut in mehreren Folgen, du Spaß. Ja, aber lass die mal hier, damit ich hier noch Maschinenstrom hab. Das Problem ist, ich brauche die auch für meine Quarry, damit wir neue Rohstoffe bekommen. Ja, aber nicht gerade. Hm. Ach, du hast die ganze Zeit den Strom geklaut bei mir. Nee, nicht. Es ist von meinem eigenen. Das ist unser Reaktor und es war vor allem hauptsächlich mein Brennstoff am Ende. Ich habe es immer wieder aufgefüllt mit Brennstoff. Ja, weil ich ja nicht da war.
Ja, richtig, siehst du? Weggegangen, Platz vergangen. Warum sieht denn mal alles so hässlich aus, was du baust? Warum hast du hier so viele Fackeln hingemacht? Damit das leuchtet, weißt du? Das ist dumm. Ich glaube, wie hoch muss der denn sein? 5x5, ne? Das heißt, der muss nur eins höher. So, dann kommt hier oben schon mal das Chafing hin. Chafing. So, so sieht das ja dann aus, ne? Mhm. Okay. Wollen wir drumherum alles mit Marble machen? Ich weiß nicht. Kann man das? Auf jeden Fall werde ich hier nochmal alles richtig wegmachen. Und ich baue mir irgendwann nochmal so was Besseres als diese Spitzhacke, die ich hier gerade habe. Da gibt es doch bessere Sachen, dass man hier schneller als. Wir haben sowieso voll das Ranz-Equipment alles. Aber ja. wir müssen auch schon immer wieder auf die Zeit gucken, nicht? Jetzt allein. So ein Scheiß, okay. Dann gucken wir auf die Zeit. Ja, okay, hast du meine Apple Watch sagt 2 Uhr. Mhm. Das ist falsch. Ja, mein Apple Watch halt ist nicht so gut, weil. Ist aber schon ein tolles Accessoire, oder? Oh, ein tolles Accessoire. Oh ja, ey. Apple Watch. Oh, was ist das, ein Placement? Oh ja, von Apple, ja. So, warte. Die Yellow Iridium Fluid. Ich hab irgendwie das dumme Gefühl, dass wir alles falsch machen hier gerade. Nein, glaube ich nicht, aber es geht mir irgendwie zu schnell. Ich verstehe das nicht, wieso das so schnell geht. Ich dachte, ja, aber es ist doch gut. Aber ist gut, ja, ja. Aber haben wir nicht irgendeinen wichtigen Block vergessen oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben noch den ganzen Controller-Ports und sowas, nicht den RedNet-Port und so, aber die habe ich ja schon alle. Ja, ich wollte mir die alle haben. Genau. Guck, so sieht das ja dann aus, ne? Ja. Ah, ich komme hier nicht mehr rein. Kacke, ja, ist ja auch, hast du gerade versucht, gegen die Scheibe zu fliegen? Ja, ja. Wie so ein Affe im Zoo, Junge. Ja. Dein Haus ist noch crappiger als meins, fällt mir immer wieder auf. Ja, aber es noch nicht fertig ist. Aber jetzt habe ich Marble, jetzt werde ich es nämlich bald fertig bauen. Und meins auch, oder? Nein. Okay, schade. So, let's get shit started. Du weißt ja, wo man die alle hinsetzt, die ganzen Controller-Parts und sowas, ne? Ja, ich weiß vor allem auch, wo man alles andere hinsetzt. Also, wo bist du denn gerade? Ich hab hier oben alles. Aber wir haben die Folge sind schon wieder zu weit, mein Lieber. Wir haben die letzte Folge überzogen. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht nochmal überziehen. Alles klar, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Schaut mal dir da vorbei. Der macht tolle Videos. Ah! Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Jungs. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Und dann nehmen wir den Reaktor in Betrieb. Und dann fliegt alles in die Luft. Au!